Das Maß ist voll. Gar wie zwei Stolperknaben. In einem Schluck durch, ja? Oder? Kann ich irgendwie eine Cola hier vorne haben, bitte? Familie Maas, ist die hier in der Nähe? Ist die vorne oder ist die ganz... Werner Maas, damit fing alles an. Wir möchten dir und deiner Frau herzlich danken, dass du das unterstützt hast, dass wir dabei sein dürfen und dass es wieder weitergeht und dass du auch so großen Wert darauf gelegt hast, dass das Format an die neuen Pächter übergeht und dass es weitergeht. Und wir wollen eigentlich sagen, das habt ihr euch verdient. Danke, lieber Werner Maas und liebe Rosa-Marie. Dankeschön. Ich finde, das hat er sich verdient, dass wir einen darauf trinken, oder? Welcome, Mr. Oetke! Ein mega geiler Tag. Ich muss sagen, diese Weltstadt Dienstlaken hat mich herzlich begrüßt. Mittelstadt reicht schon. No. Mittelstadt reicht schon. Akribisch. Vita Oetke. Ja, Vita da Oetke. Steht wirklich Vita Oetke. Ja, genau. Ich bin Dezember 66. Du bist schon ein alter Sack. Geburtsort. Also ich habe es geschafft, aus dem Kindergarten rauszufliegen. Das ist meine Lieblingsanekdote. Also. Da hast du auch da gelassen, ne? Also Fußprinz? Ja. Ich bin 50 Jahre alt, mein Fußprinz. Also, wir beginnen das mal. Wovon spricht der Mann? Helft mir! Ja, Hilfe! Henry Maske hat ja auch was ganz Spezielles, glaube ich. Bei dir muss ich gestehen. Wie heißt der? Henry Maske. Das Maß ist voll mit Lea Eickhoff. Warst du da überall? Also direkt nach dem Abi habe ich erstmal ein Praktikum beim perfekten Promi-Dinner gemacht und war übrigens beim Kollegen Arthur Abraham zu Hause. Kennst du nicht? Okay. Ja, und dann kommst du in Wohnungen von Prominenten wirklich rein. Das ist nicht gefaked, das ist alles echt. Und bei Arthur... Ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Er kann doch singen. Der war letztens bei Wind dabei. Woo, wie war's? Super. Ah, es war richtig Hammer. Also, da hast hat du auch... den bezahlt? Nein. War der Fotograf, der ist immer dabei. Also wir haben richtig große Nummern hier gehabt. Kommen wir gleich nochmal dazu oder vielleicht kannst du dir auch... Find den Zettel gerade nicht. Er findet den Zettel nicht. Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, ne? Ist der blaue. Melvin Schulz-Menningmann. Also, wir sind ein super Team hier. Nena, genau. Nena, Milo. Auch alles selber gemacht. Ja. Ja. Habt ihr gehört? Dieses Ja war nicht so richtig überzeugt. Die Pause davor. Ne? Yvonne de Barg. Schön, ein paar wiederzusehen hier. Hallo, ja. Yeah. Wahnsinn. Ich dachte schon, oh, super Coach Yvonne, hast du toll gemacht. Dann kommt er auf mich zu. Aber hier habe ich mich eine Seite lang denen gewidmet, die einem das Leben zu Hause zur Hölle machen. Das Einzige, was hilft, ist WLAN-Code ändern. Ah, gut zu merken. Oh, was ich übrigens sagen wollte zum Promi-Dinner, ne? Ich habe es ja gemacht. Ach. Und ich habe das mit der Übernachtung gemacht. Und das, wir waren alle in unserer eigenen Wohnung. Also, ich habe gekocht und ich war in meiner Wohnung, ich war in meinem Haus und die anderen. Niemals ein Fake dabei. Niemals. Wahlkampfmanagerin warst du jetzt gewesen? Wo? Ja, ich habe einen Bürgermeister zum Bürgermeister gemacht. Nee. Von einer. Hier! Habt ihr das gehört? Dr. Heidinger, wann ist er? 2020! Dann klappt das vielleicht ja, wieder. Ja, ich spreche gleich mit ihm. Vielen Dank. Ja, und damit ist das 16. Maß ist voll beendet. Es geht nächstes Jahr weiter. Wir freuen uns riesig. Guten Abend, ihr Roland Donner. Yeah. Danke, dass du da warst. Roland, wir lieben dich. Deine Mutter
hat Geschmack. Und sie hat nichts falsch gemacht. Als ihr Kind bist du echt top. Es will nicht in meinen Kopf. Wie hat sie das nur gemacht? Geh nicht zu spät ins Bett, trink nicht zu viel Cola, iss lieber mal mehr Obst und fang mal an, dich zu organisieren. Wie sieht dein Zimmer wieder aus? Vergiss das Zähneputzen nicht, sonst muss der Doktor wieder bohren. Und das ist echt nicht schön, willst du, dass du so endest wie dein alter Herr? Schneid dir doch mal die Haare, wie siehst du denn wieder aus? Übst du auch noch Klavier? Was macht die Uni? Lernst du fleißig? Bist du brav?